zeigt, dass dieser Präzedenzfall zeigt, dass es ohne nennenswerte Strafe möglich ist, Kriege zwischen Vater und Mutter samt Verbringung der betroffenen Kinder ohne nennenswerte Strafe in Europa durchzuführen. Das heißt, du öffnest damit einer Kindesentführung von Elternteil, zumindest innerhalb der europäischen Länder, Tür und Tor. Nicht nur Dänemark, sondern andere Länder auch. Drittens, Volltreffer. Drittens, wir nehmen zur Kenntnis, dass wir zwar in einer Europäischen Union leben, in einem europäischen Staatenverbund, der sich zu gewissen Menschenrechten und Grundsätzen bekennt, aber ihre einzelnen Strafrechte, in dem Fall jetzt einmal am Ende das Strafrecht, nicht anpasst, was ein Irrsinn ist. Und das Zweite ist, dass wir unterschiedliche Familienrechte haben. Und ich sage, Europa ist jetzt zusammengewachsen. Es entscheidet sich jetzt der Absorgestreit nicht mehr nur zwischen Deutschlandsberg und Frauenthal an der Lasnitz, weil die Mutter in Graz wohnt, oder zwischen Graz und Frauenthal, ja, sondern, und das wird sich immer mehr verstärken, es entscheiden sich Absorgestreits zwischen einem Römer und einer Steirerin, zwischen einer Oberösterreicherin und einem Spanier. So. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, das ist alles traurig, Brüssel 2a-Verordnung nicht ratifiziert und nicht unterschrieben, alles drum und dran, da sind viele andere Bereiche auch nicht unterschrieben. Da ist zum Beispiel die Haager Konvention zum Schutz vor Kindesentführung von Dänemark auch nicht unterschrieben. Ja? Oder die wird nicht vollzogen. Aber die wird nicht vollzogen. Die wird nicht exekutiert. Genau. So. Und jetzt sage ich und behaupte ich und glaube ich, dass es sehr intelligent wäre, im Zuge einer Europäischen Union und eines Zusammenwachsens der europäischen Staaten, wo ich mich so gegen Regulierung auf Europa ausspreche, dass es in diesem Fall sehr notwendig wäre, endlich eine europaweite Regulierung einzuführen. Das heißt, ein europaweites Familienrecht einzuführen. Ja? Es kann nämlich nicht sein, dass es unterschiedliche Familienscheidungs- und Eherechte in so und so vielen Mitgliedstaaten gibt, wo wir wissen, dass es zwischen den Nationen durchaus vorkommt, dass Ehen entstehen oder Gemeinschaften und Partnerschaften entstehen. Und daher sage ich, wir haben in Österreich ein Scheidungs-, Ehe- und Familienrecht, das im Übrigen aus der Zeit der Maria Theresia und ihres Sohnes Josef II. Bis heute geringfügigst adaptiert wird und auf die tatsächlichen Umstände der Lebensrealitäten nicht mehr Rücksicht nimmt. Das heißt, wir haben in Österreich nicht mehr Vater, Mutter, Kind, sondern wir haben Patchwork-Familien, wieder verheiratete, geschiedene, uneheliche Kinder, alleinerziehende Frauen, alleinerziehende Väter. So. Und jetzt sage ich, bevor wir jetzt in Österreich das Flickwerk fortsetzen, ja, und ein neues Eherecht installieren, bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist, europaweit ein einheitliches Familienrecht zu installieren unter dem Motto der gemeinsamen Obsorge. Weil ich tatsächlich auch an diesem Fall erkenne, dass das Recht des Kindes sowohl von Dänemark als auch von Österreich niemals im Mittelpunkt der gesetzlichen und justiziellen Überlegungen gestanden ist. Nie das Kind. Mutter in Österreich, Vater in Dänemark. Gratuliere. Vom Kind will keiner was wissen. Von der Kommission angefangen nicht, bis über zwei Justizapparate. Jetzt haben wir ein zerrissenes siebenjähriges Kind ohne psychologische Betreuung, das seit mehr als eineinhalb Jahren in Dänemark sein Leben beim Vater fristet und die Mutter nur mehr von einem Foto kennt. Umgekehrt wäre es auch ein Wahnsinn, wenn die Mutter in Österreich sagt, das Kind sperrt ein und der Vater soll scheißen gehen, volkstümlich gesagt. Das Kind ist nämlich wirklich eingesperrt, das muss man sich bitte vorstellen. Ich glaube daher, dass es zeitgemäß wäre, auf die Lebensrealitäten in Europa endlich Rücksicht zu nehmen, solche Kindesentführungen, wie sie passiert sind und wie sie im Übrigen nach wie vor passieren, das ist ja kein Einzelfall, hintanzustellen, indem wir uns in Europa auf ein einheitliches Familienrecht, justiziert durch alle Mitgliedstaaten, ratifiziert und eingeführt durch alle Mitgliedstaaten unter dem Motto der gemeinsamen Obsorge einigen können. Das, glaube ich, wäre eine Geschichte, wo man so einen Fall, so eine Tragödie, die sie ist, hintanhalten kann. Weil ich nur einmal der Meinung bin, ich bin nicht König Salomon. Ja? Wie König Salomon zwischen Vater und Mutter entschieden hat, wissen wir. Ja? Also, ein salomonisches Urteil steht mir nicht zu, weil auch der Fall, ich mir die Objektivität in dem Fall garantieren will. Aber ich sage ganz, das salomonische Urteil des 21. Jahrhunderts kann nur sein, dass man
ein einheitliches europäisches Familienrecht so installiert, dass es sowohl die österreichische Rechtslage ändert, als auch die dänische Rechtslage, denn gerade am Beispiel dieser zwei Mitgliedstaaten zeigt sich, in Dänemark hat immer der Vater Recht und in Österreich hat im Übrigen immer die Mutter Recht. Das ist gängiges Prinzip. In Dänemark gibt es unzählige Frauenorganisationen, die um ihr Recht kämpfen, und in Österreich wachsen wie die Schwammerl die Väter ohne Rechte Organisationen aus dem Grund, weil man zwar komplett unterschiedliche Rechtslagen hat. Und das ist für mich innerhalb eines europäischen Staatengebildes untragbar. Daher in diesem Bereich mehr Europa, Kernkompetenz Europa, Familienrecht. Und das hielt ich für einen sinnvollen Schluss, ja, aus dieser, einen Sukkus aus dieser Tragödie, die ich nicht lösen kann, weil ich weder dänischer noch österreichischer Richter bin.